So, hallöchen und willkommen zum Stream. Schön, dass schon so viele Leute da sind. Vor allem auch schon so viele Mods. Ah, ne, sind bloß zwei. Ich dachte, wären drei schon da. Trotzdem schön. Und ja, wie gesagt, natürlich schön, dass ihr alle schon da seid. Willkommen zu diesem kleinen Stream. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass noch ein paar Leute dazu stoßen. Gut, da läuft alles wunderbar. Ja, weil ansonsten, also Serious Light, ich jag gerne mit dir immer, aber es wird dann, glaube ich, ein bisschen knifflig zu zweit. So, Mikrofon kann ich mal anschalten, wenn es irgendjemand haben will. Ich meine, wer es nicht haben will, der mutet sich einfach. Geht's auch gut, besonders bei dem guten Wetter. Naja, bei mir ist den ganzen Tag schon bewölkt. Es ist zwar schön, dass es jetzt noch hell ist. Also, einerseits schön, andererseits irgendwie ungewöhnlich, dass es um 5 Uhr noch hell ist. Aber naja, Zeitumstellung. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, den ganzen Tag eigentlich grau. Ich würde mitspielen, aber ich glaube, ich kann Tri-Ultimate einfach gar nicht mehr, die lange Abstinenz. Ja, vor allem, wenn es so ganz am Ende vom G3 ist, das, ja. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was es so allgemein noch zu tun gibt. Noch drei Quests? Haben wir so viel... Ach du große Güte, haben wir so viel das letzte Mal gemacht? Ich muss eigentlich an meinen Kunstbildern arbeiten. Oha! Gebirgsgemetzel. Die Erdschütterer. Und die Meereserschütterer. Okay, wobei das natürlich ein richtiger Krampf wird. Wow. Wow. Aber wir bräuchten trotzdem noch ein paar andere Leute. Ist denn noch jemand da draußen, der mitmachen will? Genau, zwei Leute für G3. Unterstützung ist gerne gesehen. Ja, wär schön, wenn noch ein paar dazu stoßen würden. Ja, die Quests werden eklig. Die eine geht, die andere Landarena geht auch. Hallöchen, Lagunaut. Schön, dass du dabei bist. Die andere geht an sich auch. Wirklich die Wasserarena wird halt richtig eklig. Wobei die dann, glaube ich, auch nicht zusammenkommen werden. Aber halt vier Monster in der Wasserarena, das... Jo. Ansonsten Gebirgsgemetzel. Ja, Ratian ist easy, Nagakuga geht auch. Sind halt alles Standardmonster, deswegen. Ich rechne jetzt mal mit dem Dings, mit dem Devilio, der auftauchen könnte, aber ansonsten. Und hier. Ja, meine Güte. Wir haben, denke ich, das letzte Mal schon Schlimmeres geschafft. Das muss man echt sagen. Hier gerade so Auge des Sturms. Gegensätze stoßen sich ab und vor allem das da. Hallöchen, Sergius. Schön, dass du dabei bist. Also von dem her, wir haben auf jeden Fall schon einiges gerissen. Jetzt ist halt nur die Frage, bekommen wir noch ein paar Leute dazu? Ich meine, man muss ja meistens immer so ein paar Minütchen warten. Hallöchen, Marcel. Schön, dass du dabei bist. Muss ja manchmal ein paar Minuten warten, bis da die ersten Leute so vorbeischauen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß es auch gerade eben nicht, wie viel allgemein so los ist. Langsam versammeln sich ja die ganzen Leute, das ist schön. Aber so gerade eben einsehen, wie viel wir denn jetzt genau haben, kann ich gerade nicht. Genau, danke Serious Light fürs Posten. Aber ja, ich glaube, ja, zumindest so nicht die Standardleute, die wir so haben. Sieht mir zumindest gerade nicht. Ja, wie gesagt, wir warten noch ein bisschen. Ansonsten versuchen wir es vielleicht zu zweit, Serious Light. Vielleicht klappt's ja. Ich meine, die letzte Quest können wir dann auf jeden Fall vergessen, aber die können wir ja vielleicht dann das nächste Mal angehen.
Und dann machen wir heute vielleicht die 2 und lassen die Wasserarena. Ich würde ja, mit der 3DS-Version wird schwierig. Das ist so schlimm. Das ist echt, ich verstehe es nicht. Nintendo, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wieso die 3DS-Version nicht, ja, wieso es nicht konsolenunabhängig geworden ist. Keine Ahnung. Das letzte Mal MH beim letzten Stream, also keine Übung. Ja, geht mir genauso. Ging mir schon immer so, das ist ja das Problem. Ja, wie gesagt, machen wir einfach mal die 2 Quests, sollten wir auf jeden Fall schaffen, also den Gebirgskrieg oder wie das heißt, auf jeden Fall. Da sehe ich jetzt mal keine Schwierigkeit darin. Und das andere, die normale Arena-Quest eventuell auch. Und die Wasser-Arena-Quest können wir ja mal anfangen. Heute wollte ich ja eh nicht so... Also ich will ja schon wieder bis um 2 machen, aber vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringen. Vielleicht heute ein bisschen was Neues auch anfangen, schauen wir mal. Weil vor allem 3 Quests noch, das ist krass. Ich habe ja in der Ankündigung gesagt, ich dachte, es wären 10 Quests noch oder so. Ich hätte mit einer ganzen Seite noch gerechnet, wow, oder einer halben. Ja, das ist echt seltsam. Ich hoffe sehr, dass das nächste Mal... Hat gerade den üblen Lag. Ja, aber das... Also, ein Konsolen-Monster Hunter wäre wieder richtig cool. Und naja, wenn sie sich dann schon gerne wieder auf den Handheld konzentrieren, dann auf jeden Fall ja übergreifendes machen mit dem Online-Modus. Das ist ja Schwachsinn, da keinen Online-Modus zu machen, wenn man keine Wii U hat. Wieso sollte man sich dann den Handheld kaufen? Das ist es ja. Naja gut, wie gesagt, probieren wir es einfach. Wird schon hinhauen. Wir hatten eine Ratian, ein Zinogre und... Verdammt. Was war jetzt das dritte Monster? Ich meine, Monster Hunter auf Handhelden sind halt beliebt, das auf jeden Fall. Vor allem halt in Japan. Hallöchen, Duff Plague, schön, dass du dabei bist. Sind auf jeden Fall beliebt in Japan, deswegen, da kann man jetzt echt nichts dagegen sagen. So, Gebirgsgemetz. Ach, Nagakuga, okay. Den hatte ich vergessen. Ja, aber es wäre auch mal wieder schön, Konsolenmonster Hunter zu haben. Auf jeden Fall. Es ist einfach ein anderes Feeling, das muss man sagen. So. Na. Zinogre, Wasser und Eis. Mit Eis kann ich doch auch gegen den Dings ankämpfen. Also gegen die Ratian auf jeden Fall. Ratian. Hier. Naja, nicht ganz. Die hat Donner und Drache, okay. Ich dachte, es wäre Eis. Ach nee, Quatsch, Dings hat ja erst Eis. Nicht wahr? Ach, keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Ich habe alles verpasst, weil der Stream hängen geblieben ist. Oh je. Ist bisher also nichts Wichtiges passiert. Nagakuga und jetzt noch Zinogre. Nee, Quatsch. Nagakuga jetzt noch, genau. Donner. Ach, aber Donner hat der andere ja nicht. Drache? Das ist jetzt halt wieder was Ekliges, wenn man... Ja gut, die hat natürlich minus 5 Drache, ganz klar. Der hat einen Drache. Zinogre hat 1 Drache. Feuer kann ich wegen dem nicht machen. Eis? Eis mit Nagakuga? Wo ist denn jetzt schon wieder? Hier, Eis 1. Aber Ratian hat ja auch... Meine Drachenwaffe ist nicht so stark. Ich glaube, ich werde Eis nehmen. Weil Donner kann nur gegen den Dings vergessen. Das Karma kehrt zurück. Oh, jetzt kommen ein paar Leute. Hallöchen, James. Achso, wegen dem winzigen Pixel-Gomagala, ja. Dragon, schon mal was zu Fallout. Es gibt im Wald... ja, ich weiß. Was? Nein, ich will keinen Glitch benutzen in Fallout. Genau. Das hatten wir schon mal. Nachteil in Konsole ist halt extrem teuer. So ein Handheld kostet so auch 300 bis 400 Euro?
Naja, nicht ganz. Also, ja, die nächste Konsolengeneration vielleicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es... Ja, ich glaube, das Bundle hat so 300, 400 Euro gekostet, aber war auch schon einiges dabei. Ja, also von dem her, ja. Also, Handhelden werden auch immer teurer, weil halt immer besser. Das muss man einfach so sehen. So. Ich muss mir jetzt aber kurz mal eine... Was haben wir jetzt gesagt? Eis, ne? Ich nehme jetzt einfach die Eis. Welche Eis? Die da. Und dann passt die Sache. Ich habe die schwulen Zeldas heute fertig bekommen. Sehr schön. Aber PS4 ist halt auch stark. Man kann auch Gebrauch kaufen, klar, man bekommt schon immerhin. Also von dem her, das ist nicht so das Problem. Und ich meine, Konsolen kann man auch noch für viele andere Sachen gebrauchen. So, jetzt fangen wir mal mit das Let's Play an und dann versuchen wir mal eine Quest zu schaffen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Tri-Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir den G3 ziemlich stark dezimiert, sodass jetzt im Moment bloß noch 3 Quests übrig sind. Das Problem, was mir gerade eben aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir noch nicht alle Quests freigeschalten haben könnten, höchstwahrscheinlich sogar. Aber, nur warte die Zeldas, die können wir doch auch später noch machen. Meine Güte, keine Panik. Ja, aber jetzt haben wir diese 3 Quests bloß noch übrig und ich denke, die anderen sollten wir eigentlich auch schon fertig haben. Da haben wir zumindest alle Monster bekämpft. Ich glaube, da gibt es nicht mehr allzu viel. Ansonsten brauche ich jemanden, der noch ein paar Jägerränge drüber ist, dass er mir die ganzen Quests noch anzeigt. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Gebirgsgemetzel. Nagakuga, Ratian und Zinogre. Das sollte eigentlich nicht das Schwerste werden, weil die Monster allgemein, ja, angenehm sind. Drei Quests an sich noch, bis ich fertig bin. Also 4, wenn man die letzte Quest mitzählt. Und, ja. Ich weiß nicht, ob ein Bild jetzt sozial wäre, was? Was? Ja, deshalb sollte ich eigentlich vorher, aber gut, bis ganz zum Schluss. Ach so, okay, wegen dem Bild. Ja gut, können wir auch machen. Habe ich auch kein Problem mit. Schauen wir mal. Ist es so ein Bild geworden, das, Kombiliste. Ist es ein Bild geworden, das erst nach 22 Uhr veröffentlicht werden sollte, oder wie? Tränke haben wir schon. Was habe ich denn überhaupt alles? Ich habe noch gar nicht in meine Objektbox geschaut. Das ist ganz gut, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Das und das ist gut. Die ganzen Sachen auch. Die Schockfalle kann auch nicht schaden. Den Gutschein haue ich mal weg. Dann würde ich sagen, nehme ich nur eine Fallgrube mit und passt das. Ah, und natürlich die Bomben. Also die Stinkbomben, weil es könnte natürlich ein Devil You kommen. Wo sind jetzt... Wo ist jetzt die Fallgrube? Da. Es könnte ja ein Devil You vorbeischauen. Zack. Und nein, nicht den Dung. Sondern die Bomben. Naja, 4, aber 4 werden reichen. So, und los geht's. Na, ist ja nur die Titanic-Szene. Na dann. Bin mal sehr gespannt drauf. Der Film ist ab 12, also immer eher damit. da drüben. Falsche Richtung ist auch rüber. Ist aber irgendwie krass dafür, dass so viele Leute sterben. dass es dann wirklich bloß ab 12 ist. Ist das heute das letzte Mal Tri-Ultimate? Moses, nein, weil wir zu wenig Leute haben. Wenn wir zu viert wären, dann ja. Wenn wir zu zweit sind, dann nein. Das werden wir nämlich zu zweit niemals schaffen. Also wie gesagt,
Servus Light, ich jage gern mit dir, aber das ist, ja, ein Kampf gegen Windmühlen. Die beiden letzten Quests werden wir niemals schaffen. Außerdem, aua, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Außerdem kann es sein, dass wir manche Quests noch gar nicht freigeschalten haben, die wir erledigen müssen. Und dafür bräuchte ich dann einen sehr hochrangigen. Und ich müsste mir nochmal anschauen, welche Quests. Also ich bräuchte jemand mit Jägerrang 150 oder so irgendwas. Oder keine Ahnung, was der maximale Jägerrang ist, um alles freizuschalten. Zumindest bräuchte ich den dann, der mir dann sagen kann, welche Quests ich schon habe und welche nicht. Beziehungsweise einfach alle nochmal machen. Das wäre natürlich ein bisschen ätzend, aber naja. Muss ich vielleicht mal ins Wiki schauen bis zum nächsten Mal. Dann wissen wir auch, welche Quests wir schon erledigt haben. Ich müsste theoretisch dann meine Let's Play Parts nachschauen. Und wer macht denn sowas? nee, aber um zu wissen, was wir denn schon alles getan haben. Vor allem im G3 halt. Okay, du wolltest es. Und da kommt das Bild schon. Das Bild muss ich jetzt aber bis nach der Quest warten. Weil jetzt gerade eben will ich nicht unbedingt das einfach abbrechen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Schule-Seltas mal im Chat. Zwar ist es aber 12 und da sterben mehr Leute. Naja gut, aber man sieht's nicht, wie sie langsam krepieren. Das ist es ja. Es ist meistens relativ schnell vorbei, dass bei Star Wars Leute sterben. Okay, wunderbar. Und da es kein Grüne ist, ist der ja auch relativ einfach, muss man ja sagen. Das ist der Nagakuga jetzt. Ah, verdammt. Ja, weg. Okay. Ups, sehr schön. Da hilft natürlich auch die Höhe ein bisschen, aber na, mein Rollen hilft da, denke ich, auch ein gewisses Maß. Welchen fangen wir denn theoretisch mit der Kayamba-Falle? Ich würde sagen, den Zinnogre am Schluss. Das heißt, den Nagakura können wir jetzt, glaube ich, auch so erledigen. Das sollte funktionieren. Weil meine Schockfalle braucht ja 45 Minuten scheinbar, bis sie wieder, also meine Fallgrube, bis sie wieder aktiv ist. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Nein, der Nagakuga bekommt gut auf die Schnauze, so muss man sagen. War er schon mal aggro? Doch, er war schon aggro, okay. Ich dachte gerade so, warte mal. Kriegt gut auf die Schnauze, aber irgendwie... Und da ist er schon wieder, ja. Gut. Weil das wäre natürlich eine fiese Sache gewesen, wenn er... Ja, wenn er sich an sich noch überhaupt nicht für uns interessiert hätte. Oh, ich dachte, er flüchtet. Was sind die letzten zwei Quests, also in Tri-Ultimate? Die letzte Quest ist der beste Jäger. Und die vorletzte Quest ist so eine Mega-Unterwasser-Arena-Quest. Und die können wir zu zweit einfach niemals schaffen. Das wird einfach ein bisschen zu heftig. Schon die Quests jetzt sind sehr, sehr heftig zu zweit. Aber kriegen wir schon hin. Wer hatte die ursprüngliche Idee für die Schulen Zeltas? Die kam aus dem Chat. Oh, was? Was? Wie ging das? Denn normalerweise dreht er sich doch immer um. Das sah sehr merkwürdig aus. Ja, normalerweise machst du so. Und nicht ein bisschen seitlich. Drecksack. Das fängt ja auch noch an zu cheaten. Das habe ich ja gerne. Aber die Idee für die schwulen Zeltas... Oh, was? Oh, wow. Der humpelt schon? Das ist gut gewesen, wow. Aber wie gesagt, die kam eigentlich so aus dem Chat raus. Ach genau, weil wir die Quest hatten in 4 Ultimate mit zwei Zeltas, die irgendwie... Ich glaube, es hieß die Liebeskrise oder so irgendwas. Und... hier ist er schon mal nicht, verdammt. Oh, ist er da entlang geflogen? Ich hab's nicht gesehen, ja, also. Okay. Ja, zumindest, und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, Zeltas Verhältnis. Also kam so allgemein aus dem Chat raus, glaube ich. Was sind die Monster in diesen Quests? Nee, ich glaube, er meint die letzten Quests. Oh, im besten Jäger weiß ich es gerade eben gar nicht. In der Unterwasser-Arena sind's, Gobul, Königsludrov, Plesiov und Lagiacrus. Also alle Unterwassermonster theoretisch. Und im bester Jäger ist es ein Devilio. Also ich glaube ein wütender Devilio. Ein Höllenzinnoger vielleicht, ein Brachydios. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht.
Eine Frage, wie lange geht der Stream? Und Hallöchen. Ich hab gerade deinen Namen nicht gelesen. Liscario. Der Stream geht ungefähr bis um 2. Ups. Da mal durch. Ja, wow, das war ja großartig. Gerade eben noch rollen können. Ah, der Stream geht ungefähr bis um 2. Schauen wir mal. Okay. Genau, bis um 24 Uhr auf jeden Fall. Das ist schon mal eine ganz klare Sache. Ja, aua. Na toll. Darüber. Genau, und 4 Ultimates so gegen 21 Uhr. Oh, da ist er gestorben. Tja. Das passiert, wenn man sich mit den falschen Jägern anlegt. Nagakuga. Genau das. So. Aber wenn wir heute dann wirklich bloß sehr, sehr kurz Straw Ultimate machen, dann können wir uns auf jeden Fall was gegen Wände rennen. Ja, Hashtag gegen Wände rennen. Das ist hier was sehr Tolles. Ratian als nächstes. Och, verdammt. Ich hab's noch gehört, aber ich hab nicht reagiert, dass er getanzt hat. Verdammt. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber wenn wir dann heute relativ früh mit Try Ultimate aufhören, dann haben wir ja auf jeden Fall noch Zeit für andere Sachen. Und ja, wer natürlich Ideen für irgendwas anderes hat, was wir vielleicht heute anfangen können, der darf sie natürlich gerne mal so raushauen, sage ich jetzt mal. Weil 4 Ultimate will ich ja heute auch nicht so lange lassen und keine Ahnung, 6 Stunden Fallout 4 ist jetzt auch ein bisschen arg übertrieben. Deswegen schauen wir mal. Falls du es nicht gelesen hast, es kommen nach den Quests, die du bis jetzt hast, noch 2 bis 3 weitere. Das ist schon richtig. Nur, wir haben viele Quests schon gemacht, die ich noch gar nicht freischalten konnte. Zum Beispiel Heiliger Yen haben wir auf jeden Fall schon gemacht und sowas. Wieso bekommt ihr Megatränke? Weil das eine epische Jagdquest ist. Das heißt, es ist eine unnatürliche Anzahl von Monstern theoretisch gegeben. Und deswegen bekommt man hier Megatränke gestellt, dass man ein bisschen länger durchhält. Das war jetzt eigentlich ganz schön erklärt, muss ich sagen. Gefällt mir. kommt heute Battlefront? Das könnten wir zum Beispiel machen. Habe ich mir überlegt, ganz am Ende vielleicht ein bisschen Battlefront zu machen. Wenn wir eh schon Zeit haben, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Genau, weil sogenannte epische Jagdquests sind. Ja, aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall schon mehr Quests gemacht, als ich überhaupt schon sehen kann. Wo sind die Ratian jetzt? Und deswegen... Die sollte in der Höhle spawnen, ne? Oder außerhalb der Höhle? Ich weiß es gar nicht. Und deswegen bin ich da mal guter Dinge... Da ist sie. Deswegen bin ich da mal guter Dinge, dass wir die ganzen Quests schon haben. Auf jeden Fall alle Monster haben wir schon gesehen. Das ist das Interessante oder das Wichtige schon mal. Ich weiß aber halt nicht, ob wir wirklich schon alle haben. Müssen wir dann auch auf jeden Fall das nächste Mal rausfinden. Wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall noch mit einer Datenbank dann eventuell abgleichen. Auch welchen Jägerrang ich theoretisch bräuchte, um alle mal freizuschalten. Aber vielleicht zählt es ja auch dann erst. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Wird aber schon. Zumindest, ja. Nach heute kann man sagen, dass wir eigentlich fertig sind. Also so wie, so wie angekündigt, dass es eigentlich das nächste Mal vorbei sein sollte. Es sollte passen, wenn wir da eine gute Gruppe haben. Dragon, das war schön erklärt. Ein Haken bei gut erklärt setzen. Zack. Aua, da drüber gelatscht. Also laut Keranikos Questliste gibt es da noch nur 2 bis 3 weitere. Bin mir bei einem nicht sicher, ob du sie schon hast. Wie gesagt, wow, wo kam der Schaden her? Chat hat mich beinahe gekillt. Ich frage mich, wie das aussähe, wenn Disney die MH-Lizenz kaufen würde. Meinst du jetzt von Film oder wie? Natürlich habe ich jetzt kein Gegengift dabei. Naja. Okay.
Aber ja, wie gesagt, 2 bis 3 Quests. Ich weiß jetzt halt nur nicht, welche ich schon gemacht habe davon. Weil wir haben auf jeden Fall schon einige gemacht. Bevor wir dann angefangen haben, den G1 zu beenden, sind wir erstmal ganz komplett zum G3. Das heißt, das ist ja kein Neuland, das wir ja gerade eben haben. Das sind einfach wirklich bloß die ganzen Quests, die wir fertig gemacht haben. Das wäre, denke ich, sehr merkwürdig. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Keine Ahnung. Klar, natürlich jetzt Pixar-Film schon, aber jetzt zu Disney ist ja heutzutage nicht mehr Disney. Das ist ja immer witzig, wenn das Leute sagen. Aber Disney ist ja mittlerweile so groß und macht so viel. Ich meine, Pirates of the Caribbean ist auch Disney und naja, mit Pixar hat es nicht arg viel zu tun. Wow, was? Die humpelt schon? Alter. Servus Light, was hast du für ein Schwert? Das ist ein Nagakuga-Schwert, ne? Das muss auf jeden Fall wehtun. Egal was es ist. Wow. So. Könnte es zumindest halbwegs gruselige Drachen designen. So grundsätzlich, angenommen sie kaufen Capcom, dann wäre MH, glaube ich, nach DMC die zweitgrößte Franchise. Eine Lizenz zum Gelddrucken, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wieso haben sie sich die ganzen LucasArts-Lizenzen gekauft? Weil man damit gut Geld verdienen kann. Heißt jetzt aber natürlich nicht, dass, dass sie einfach alles bloß noch in Pixar umändern. Wie gesagt, das ist ja schon lange nicht mehr so. Ja, genau, 100 und man hat jede Quest bei Monster Hunter Tri Ultimate. Okay, das braucht noch ein bisschen. Wir sind gerade eben 60? 64. Ja, das wäre ein bisschen viel. So, Zinoko noch und dann passt das. Hilfe? Ach da. Ja, gegen Wände rennen. Das don't let Disney sell MH to the EA. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ein schöner Hashtag. Hier ist er, ja genau. Meine Frage, wirst du in 4 Ultimate auch mal bei den Langschwertern was machen oder eher nicht? Eventuell schon. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Charge Blades werde ich wahrscheinlich im hohen G-Rank nicht mehr spielen, weil sie mir da einfach zu langsam werden. Also, gerade eben bin ich eh wieder auf ein bisschen... Ich bin wieder ein bisschen in meine Doppelklingen verliebt, muss ich sagen. Das waren ja damals meine ersten Waffen, die ich benutzt habe, damals in Freedom 2. Und ja, dann wurden sie mir irgendwann zu schlecht, sag ich mal, oder ich habe sie nicht besser ausgewertet und habe dann Langschwert genommen. Und das ja seitdem. Und deswegen muss ich echt sagen, das ist so, ja, so eine schöne Erinnerung, sag ich mal, dran. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall jetzt mal eine Weile spielen. Und eventuell aufs Langschwert zurückkehren, wenn ich dann, ja, im höheren G-Rank bin. Also, ich denke, später dann in 4 Ultimate werde ich Doppelklinge und Langschwert spielen. Schauen wir aber mal. Vielleicht mache ich auch noch irgendwas ganz anderes. Vielleicht spiele ich einen Insektenlefe. Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Nein, nicht Zinnung, nicht der Wauwau. Ich glaube, er wäre nicht so ganz glücklich, als Wauwau bezeichnet zu werden, aber naja. Das lassen wir jetzt mal so. Ah, okay. Wenn ich an Battlefront denke, die alten Teile von Pandemics waren einfach so viel reichhaltiger. Das auf jeden Fall. Also EA hat schon argen Mist gebaut, kann man sagen, was Star Wars Battlefront angeht. Ich meine, sie versuchen es jetzt gerade eben so ein bisschen wieder gerade zu biegen, aber na, es war schon von Anfang an vieles, vieles sehr falsch. Ja, Doppelkling, guter Mann. 4 Ultimate hat so viele schöne DS, auf jeden Fall.
Also allein schon wegen dem Waffenbaum liebe ich gerade eben meine Dual Swords in 4 Ultimate. Das ist so wunderschön. So viele Möglichkeiten. Vor allem halt diese Doppelelemente sind richtig, richtig toll. So, da ein bisschen ins Gesicht. Ich meine, Charge Blades haben halt, sie sind auf jeden Fall schon cool. Nur für mich ist es halt immer so, man versucht den perfekten Moment abzupassen. Und das ist zwar ganz cool, wenn man ein eingespieltes Team hat, wenn da zum Beispiel jemand ist, der, keine Ahnung, der einen einschläfert oder so irgendwas und man dann halt so ein Ultra-Burst mal kurz auf ihn draufhaut, dann ist es schon eine coole Sache. Nur, ja, währenddessen versucht man halt die ganze Zeit bloß irgendwie mit dieser Axt ein bisschen was zu reißen. Und das, ja, es ist mir dafür ein bisschen zu langsam. Mir ist der Waffentyp einfach zu langsam. Ich sag nicht, dass er schlecht ist, auf keinen Fall. Er hat einen bisschen schlechten Waffenbaum in 4 Ultimate. Das wird sich aber wahrscheinlich in Generations ändern. Aber ansonsten ist es eine schöne Waffe, nur halt ein bisschen zu langsam für mich. Oh Gott, jetzt geht's aber los mit dem Chat. Also jetzt ist der Chat ein bisschen aufgewacht. Eine vollen Kraft gespielt hast. Es gibt ein paar Kombos, die ich nie benutzt habe. Ja, es gibt aber auch Kombos, die einfach nicht so einfach zu benutzen sind. Klar kann man ultra gute Kombos benutzen, nur meistens bringt es mir halt nichts. Mir wurde 10.000 Mal gesagt, dass ich einfach so vom Schwertmodus, das war ganz doof, jo, genau deswegen, vom Schwertmodus direkt in den Superburst gehen kann. Natürlich kann ich das, bloß wieso sollte ich? Ich habe eh nie genügend Zeit, um den Superburst wirklich richtig gescheit zu nutzen. Das ist dann halt so eine Sache, klar geht alles. Und klar ist vor allem das Guardpointen richtig stark. Nur es ist halt alles immer so, ja, wenn, dann. Und das gefällt mir nicht ganz so gut. Bei Langschwert und Dings ist es sehr viel, ja, sind die Ziele theoretisch sehr viel direkter gesetzt. Da ist es einfach, greif das Monster an. Nicht warte, bis der perfekte Moment entsteht und dann machst du dem Monster halbe Schaden. Oh Gott. Dragon, was brauchst du aus dieser Quest? Ich brauch gar nichts. Diese Quest ist einfach bloß dafür da, um sie zu beenden. Das ist nämlich der Ziel des Let's Plays. Alle Quests schaffen. Meine Falle habe ich schon gelegt, nicht wahr? Oh Gott, das wird wehtun. Ja, doch nicht. Genau. Aber der Guardpoint beim Charge Blade ist schon sehr hilfreich im G-Rank. Auf jeden Fall, wie gesagt, Guardpointen ist richtig stark. Nur man muss es halt erst trainieren und es muss auch erst klappen. Au, ah. Und ich habe es auch im Tutorial gesehen, es ist halt eine coole Sache. Nur das passiert halt ein bisschen selten, dass es wirklich so perfekt läuft. Oh Gott, was? Wow, sorry. Aber das, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so nachkombiniert. Hätte ich noch ein bisschen Ausdauer gehabt, dann wäre ich gerollt. Wenn der ohne Animation laufen kann, dann ist der ein Wauwau. So. Da, uralter Trank. Also die Langschwerter sind echt nicht schlecht, gerade zu Beginn. Früh viele verschiedene Elemente, das ist es halt. Und wenn ich mir dann anschaue, ich kann mir jetzt noch kein Eis, keine Eiswaffe machen, kein Eis-Charge-Blade. Das ist ja das große Problem. Ich brauche erst ein, na, ich kann mir eine machen, aber die ist super schlecht. Das ist auf jeden Fall, aber eine gescheite Eiswaffe bekomme ich erst dann mit Kushala Daora. Und ja, da der erst Hyrule kommt, toll, danke. Da der Siren kommt, ist es halt sehr, sehr spät. Toll, jetzt bin ich hier verreckt und ja, du hast die Quest alleine schaffen können. Danke. Also, SMG-Rank benutzen, da man schon viel Nektar hat. Ja, das finde ich auch. Glefe zum Anfang zu benutzen, ist ein bisschen blöd. Okay, ich glaube, er wollte gerade eben abhauen. Das ist so, nein, lass mich gehen. Nicht unbedingt, wenn man eine von Anfang an hochboostet. Es geht schon, aber du hast halt eine sehr viel schönere Auswahl. Dann später.
will endlich eine Rüstung mit Ohrstöpsel haben. Kommt noch, kommt noch. Dass man das schon sehr häufig benutzen kann, das hat auch was damit zu tun, wie man mit der Waffe sich selbst spielt. Ja, klar. Es geht immer drum, was, was man aus der Waffe macht. Und ich sag nicht, dass ich ein Profi war in Sachen, Chargeblade spielen. Das auf keinen Fall. Ganz klar. Nur, ich sag bloß, dass ich gewisse Probleme bei der Waffe sehe, die mir nicht gefallen. Und deswegen kann ich sie nicht perfekt nutzen. Da bin ich besser aufgehoben, gerade bei Langschwertern und Doppelklingen. So, zack und zack. Sehr schön. Und Jägerrang 63. Hey, dann fehlen ja bloß noch 37 Ränge. Dann hätten wir alle Quests freigeschalten. Na gut, schauen wir mal. Ich habe bei 4 Sternen für eine vernünftige Eiswaffe. Ja. Zamtrios hat auch eine. Also ich hätte theoretisch auch eine Zamtrios Chargeblade. Und das hat halt minus 20 Affinität und das ist uncool. Das ist sehr uncool. Dass man einige der besten Glaifen, um sie zu bekommen, vom Lowrank her hochleveln muss. Na gut, das Problem ist halt, Glaifen entwickelt man nicht. Sondern, ja, hat sie ja theoretisch. Es gibt, keine Ahnung, 10 Glaifen und die haben ja alle ihren eigenen Waffenbaum. Und, ja, man kann es nicht mal einen Baum nennen, weil es sind theoretisch einzelne Sprieße, die sie haben. Aber wenn man jetzt da wirklich ein Langschwert oder ein Dualsword wirklich einen Baum anschaut, der sich so oft verzweigt, das ist was ganz anderes. Deswegen Glaifen ein bisschen knifflig zu spielen. Vor allem, ich denke, für Neulinge. So, die Erderschütterer. Eventuell die letzte Quest für heute. Schauen wir mal. Nimmst du MH4U mit einem New DS oder einem 3DS auf? Mit einem 3DS, mit einem ganz normalen Standard 3DS. So. Pinkeratian, Rostoramboros, Brachydios und Höllenzinore. Das ist doch gar nicht mehr arg weit entfernt von der beste Jäger, oder? Oh. Naja, gut. Also wir haben den Rathalos, der ist äquivalent zur Ratian. Wir haben den Zinogre, ist äquivalent zum Höllenzinogre. Wir haben den Brachydios. Ja gut, dann kommt der, dann fehlt der Rostoramboros, dafür ein Elfenbeinlagi und naja, der Devilio. Okay, der Devilio ist dann halt nochmal eine zusätzliche Gefahr. Gut, das machen wir jetzt aber natürlich nicht, sondern wie gesagt, wir machen den Erderschütterer. Pinke Ratian, Rostoramboros, Brachydios, Höllenzinogre. Das wird so eine grässliche Kombo. Ich weiß gar nicht, welches Element ich da nehmen soll. Hallöchen, Kokskind. Kein Problem, dass du spät dran bist. Kein Ding. Ich sehe einen Doramboros. Na, super. Ist ja bloß einer von vielen. So. Nimm eine Eiswaffe. Wir haben den Doramboros. Wir haben den... wir haben die Ratian mit einem Eis. Wir haben den Doramboros, der Eis haben sollte. Schauen wir jetzt gleich mal. Doramboros, der Eis haben sollte. Da. Ja. Wir haben den Brachydios, der Eis haben sollte. Wieso ist es nicht nach Namen sortiert? Das wäre sehr viel einfacher. Wobei, dann haben halt nicht immer alle die Namen. Aber so muss ich jetzt halt... Da. Der hat Eis, ja. Und Höllenzinogre sollte auch Eis haben. Ja, Eis passt. Eis passt auf jeden Fall. Zumindest ist es nicht das Schlimmste. Okay, bis gleich, Saison. Ich habe ja schon Eis. Okay. Gut, dann legen wir gleich los. Sehr schön. Nicht ganz Dragon, es gibt schon recht viele, nur hat man keine Auswahlmöglichkeit für unterschiedliche Upgrades bei der Glaive, sondern beim Käfer. Ja, ja, schon, klar, man kann den Käfer upgraden, aber die Waffe bleibt immer gleich. Du kannst die Waffe zwar irgendwo schon verändern, aber du kannst halt ihren Grundtyp nicht verändern, sagen wir es so.
Was braucht wer Hilfe bei 4 Ultimate außer Dragon? Ich werde schon gar nicht mehr gefragt. So, zack. Hier. Kam da eine Quest dazu? Wenn, dann haben wir sie auf jeden Fall geschafft. Kommt mir jetzt gerade eben so vor, als wäre da eine Quest mehr. Vielleicht täusche ich mich auch gerade sehr. Kann genauso sein. So, mitnehmen müssen wir jetzt auf jeden Fall mal einen uralten, genau. Und können jetzt gewisse Sachen auch verstauen. Na, die beiden Fallen behalte ich mal. Die Dungbombe kann weg. Nullbeeren behalte ich auch. Megatrank habe ich verloren und ansonsten passt alles. Sehr schön, also dann los geht's. Wie gesagt, eventuell die letzte Quest für heute. Höllensynogre ist eisneutral, also ist dann Wert 0. Ja, aber Wert 0 ist auch gut. Dafür, dass die anderen alle Eisschwäche haben, passt das gut. Hat aber Tipps für mich? Okay, Was, Dragon, du bist der Heilige und zockst gerade MH3. Was? Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, ja, klar, nee, war ja auch nur ein Witz. Ich wusste ja, was gemeint ist. So, und das kann ich gar nicht mitnehmen. Okay. Los geht's. So, Hallöchen, Rosa Ratian. Die sollten jetzt alle eigentlich nicht so viel aushalten. Das Problem ist halt wirklich, es ist ein Ausdauerkampf. 4 Monster in der Arena und davon halt alle groß, ist halt schon ein starkes Stück. Das letzte Mal hatten wir ja, das war nicht mal in der Arena, stimmt. Das war außerhalb, aber trotzdem hatten wir ja 2 Monster, 2 große theoretisch und dann 2 kleine. Und das war schon, das war schon knifflig. Aber so jetzt wirklich 4 große zu haben, das ist halt wirklich eine Sache, die kann mal 30 Minuten dauern und da muss man halt, man muss überleben. Das ist das Wichtige. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, ich zünde jetzt meinen Kaiamba mal direkt. Aber nur deswegen, weil ich glaube, dass wir eventuell hier die Chance hätten, nochmal einen zu bekommen. Also in eine Fallgrube. Außer interessiert sich aber wieder kein Stück für mich. Wo ist der überhaupt? Ach, er ist schon hinüber? Hallo, Kaiamba? Wow. Der hat richtig auf die Schnauze bekommen. Ist natürlich auch wieder eine Quest, wo ein bisschen schwer auf den Chat achten kann. Ich komme ein wenig spät, aber kann dafür... Was kann ich dafür, wenn der Stream falsch angekündigt wurde? Meine Güte. Das macht doch nicht alle deswegen rum, weil ich den Monat falsch gesetzt habe. Ach ja, ach ja. Du hast nur eine Quest verpasst. Ja, wobei man muss sagen, du hast 50% von 4 Try Ultimate heute verpasst. So kann man es halt eher sagen. So, da nochmal ein bisschen drauf. Wunderschön. Ja. Na Gott. Was? Okay, mein Kongalala hat einen Knochen. Ja, natürlich hat er Knochen. Woraus soll er sonst bestehen? Knorpel? Ach, fischig sieht er jetzt auch nicht aus. Hat er jetzt schon vermutet, dass Kongalala Knochen hat? Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, das ist immer sehr gefährlich dann, wenn, aua, die Rosa Ratian gerade fliegt, dann unter sie zu stehen. Sie hat auch den Wirbel in der Luft. Ist nie ganz so gut. Oh Gott, ja, toll. Interessant, dass das keinen Schaden gemacht hat. Gibt ja selten Fälle, wo ja, Monster wirklich dann gar keinen Schaden machen, wenn sie irgendwo entlang rutschen oder sowas. Das war einer dieser Fälle. Ist jetzt aber nicht verkehrt, muss ich sagen. Habe ich jetzt nichts dagegen. Ich meine Stadt der Pilz. Ach so. Muss ich schon genauer ausdrucken. Ah, schön. Schön.
Nein! Ah, ich hab's kommen sehen. Ich habe keine Gegengifte dabei, verdammt. Naja, den Rattern können wir jetzt auch noch irgendwie ausstallen. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass er auch dann einen Knochen hat statt einen Pilz. Vor allem ist irgendwie merkwürdig. Was frisst er denn dann? Frisst er denn den Knochen oder was? Okay. Ich habe irgendwie nicht ganz gesehen, worum es geht mit den Rauchbomben. Aber Rauchbomben sind allgemein effektiv, ja. Geht ganz gut. Ich wollte doch den Kaiamba aktivieren. Jetzt ist er ja wieder da. Aua. Okay, doch nicht. Okay. So, okay. Ah, da liegt sie. Oh, wie lang dieses Gift tickt. Danke. Oh, wow. Okay, das war's. Na gut. So, sollten Megatränke drin sein? Er hat gerade den Knochen gegessen, aber kein Effekt. Naja, ich wüsste jetzt auch nicht, was für einen Effekt er vom Knochen bekommen sollte. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie ihn vielleicht wirft wie ein Bumerang oder so irgendwas. Aber einfach so... Ja gut, kann man auch mal machen. So, was gibt's denn hier so in den Ecken zu finden? Vielleicht ein paar Bomben? Ich kann ja eh nichts mitnehmen, verdammt. Oh, hier gibt's Megatränke. Das ist interessant. Was gibt's hier? Ach so, genau. Deswegen. Was gibt's hier? Simple Blitzbombe. Den einen Farbball werde ich eh nicht brauchen. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe gegessen. Also meine Status... Habe ich sie gegessen oder nicht? Weil vorhin gab es Angriffsstärkung von den Kaiambas, deswegen. Ah, das muss ich jetzt mal abwarten. Verdammt. Der Effekt von Knochen sind Bauchschmerzen. Oh Gott, das ist ein Duramboros. Der ist irgendwie dezent groß, würde ich sagen. Ja, das wird heiter. Hätte gedacht, dass wir fertig sind mit Duramboros in der Arena. Naja, es kommt immer schlimmer. Aber er sollte hier jetzt auf jeden Fall sehr viel weniger aushalten. So, kurz einen Megatrank reinhauen. Kaiamba, Falle, aua. Weil die habe ich doch jetzt immer noch nicht aktiviert, oder? Nö, die Ballerina. Okay, du bist drin, das ist gut. Da komme ich jetzt nämlich... Na toll, Kaiamba. Ich dachte gerade schon... Da komme ich jetzt nämlich gerade eben nicht mehr rein, danke. So, und Angriff. Kungelala ist in Wirklichkeit ein mutierter Hund. Das wäre irgendwie gruselig. So, da nochmal rein. Na, schade. Das reicht. Razu, sehr schön. Ja, Gott, weg. Kaiamba, kannst du jetzt bitte mal... Danke. So. Kaiamba? Oh Gott, wie lange es dauert einfach. Wow. Mit Steroide gefütterter Duramboros. Bestimmt. Schau dir mal von den MH4 unten Langschwerten das eifrige Hackbeil an. Sieht so verdammt episch aus. Eifriges Hackbeil? Das gab's in Dünk schon. Nicht wahr? Ist es dasselbe? Dass es in Freedom Unite schon gab. Wie ging das dann weiter in... Wow, au, wow. Das tat weh. Verdammt. Ging das nicht irgendwie dann weiter mit des Meisters Klinge oder so irgendwas? Hallöchen, Niklas. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Schwert aus Try Ultimate. Ja, natürlich. War ein Kirin-Schwert damals, nicht wahr? Perfekt für die T-Rex-Jagd, ich erinnere mich. Das sah eigentlich ganz cool aus, wenn ich mich richtig erinnere. Ist vor allem die einzige Elementwaffe, die man sich auch kaufen kann. Oh ja. Echtes Hackbeil. Au. Mir geht es gerade nur ums Aussehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es aussieht, aber auf jeden Fall schaue ich es mir nochmal an, ja.
Warum habe ich erwartet, dass du getroffen wirst von der Ballerina? Don't judge. Tja, ich bin halt... Ich kenne mich aus mit der Ballerina. Ah, ich stehe gerade im Bus ganz falsch, yo. Ja, das war aber ein bisschen... Naja. Gab es das Safari Hackbeil? Ist das Kezu? Okay. Oh, vom Kezu. Kann auch sein. Vielleicht war es dann was anderes vom Kirin. Ja, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Okay. Interessant, aber wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich glaube nicht wirklich, dass ich es so machen werde, dass ich dann später Langschwert dazu nehme. Und dann wirklich Langschwert und Doppelklingen spiele. Hört sich nach einem ganz tollen Plan an. Ach so, genau. Ja, keine Ahnung, wie lange Freedom Unite jetzt schon her ist. Ich wusste bloß noch, dass es es gab. Ich weiß, dass es irgendwie eine Möglichkeit gab, ein Kirin-Schwert zu holen. Aber kann natürlich auch Kezu gewesen sein. Oh Gott. Aua. Kirin-Waffen finde ich ehrlich gesagt ohnehin eher hässlich. Hab mir jetzt noch nie eine angeschaut, wirklich, muss ich jetzt sagen. Es geht da lang? Nö, es ging da entlang? Wow, es ist so schwierig, diesen Schatten zu deuten. Es ist unglaublich. Ah, diese Festung stirbt halt einfach nicht, ne? Die Ratian, die ging ja, aber das Biest, es will einfach nicht draufgehen. Jetzt sehe ich gerade eben bloß wieder Doramboras. Haben wir noch zu viel Schaden. Also, das wäre echt cool. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ah, Glück gehabt. Nicht darauf geachtet, wie viel Ausdauer ich noch habe. Ja, einfach bloß dieser riesige Schweif. Na ja, toll. Großartig. Und gerade eben noch... Ach, komm schon. Diese Reichweite. Wow. So, Ballerina. Da komme ich niemals rein. Aber der steht dann bloß. Schade. Dann natürlich ein Runterfallen ist auch immer ziemlich gut. Kann man auch immer schön angreifen, zumindest wenn man nicht getroffen wird, natürlich. Okay. Das Problem an ihm ist halt wirklich, man kann nicht unter ihm stehen. Wenn man dann trotzdem getroffen wird. Das ist ja bei so vielen Monstern ja sehr angenehm, aber bei ihm... Na, bei ihm muss man halt an den Hinterfüßen stehen, dann geht es. Aber auch das ist halt schon dementsprechend schwierig. Dass man da nicht einfach ein bisschen nach vorne kommt. Vor allem, ich glaube, er geht ein Stück zurück, ja. Ja, zumindest mit dem Kopf. Ja, aber das war schon immer das Problem an Langschwertern. Ich meine, sieht man auch hier in Trial Ultimate, dass sie einen halt die ganze Zeit umwerfen. Das ist... Es ist blöd, ganz klar. Vor allem halt mit viel Reichweite, aber... Ich meine, man kann es so sehen, dass man wenigstens keinen Hochwerfeffekt hat. Ich meine, jetzt jemand mit dem Hammer oder vor allem auch mit dem Großschwert oder sowas... Kann einen halt auch noch hochwerfen. Das kann noch mal ein bisschen ätzender, wenn man dafür gar nichts mehr tun kann und erstmal eine Weile durch die Luft fliegt. Also von dem her, viele Waffen haben einfach ihre Probleme. Und selbst mit meinen Dual Swords kann ich, wenn ich blöd irgendwie rumspringe, jemanden aus seiner Combo bringen. Kennt ihr das Moment, wenn es draußen sehr warm ist und einem einfällt, dass man noch Eis zu Hause hat? Klingt nach einem guten Moment. Wir haben kein Eis mehr. Wer den Farbball nicht getroffen hat. Blobfox. Musst du auf jeden Fall noch trainieren. Hochwerfen kann zu einem Mount führen. Na, mittlerweile schon. Kann aber auch einfach bloß furchtbar grässlich werden. Also, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass Leute absichtlich andere Leute hochwerfen, damit sie mounten können. Das ist so. Die meiste Zeit fällst du sonst irgendwo hin und kannst gar nichts machen. Okay. Brachydios, jetzt wird's eklig. Ah, die Blitzbombe mache ich noch nicht.
Den machen wir vielleicht ein bisschen später. Ich glaube, beim Rachidios kann das relativ helfen, weil er dann ein bisschen unbeweglicher wird. Schätze ich jetzt mal. Es wird wahrscheinlich gleich soweit sein, dass er aggro ist. Na, schauen wir mal. Ich versuche jetzt erstmal zu schärfen. Ja. Ist nicht mal, ich hatte keine andere Wahl. Okay. Okay, weg. Sehr gut. Na, wenigstens ist er hier nicht so ätzend wie in 4U. Wobei er hier auch schon ziemlich viele ätzende Kombos hat. Das auf jeden Fall. Okay. Da legt es sich erstmal hin. Genau das machen Leute erfolgreich. Natürlich tun sie es, wenn man es weiß. Aber nicht einfach so random. Wie gesagt, klar, natürlich funktioniert es und klar kann man es machen. Nur, du wirst es nicht einfach so random erleben. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, weil dafür einfach die Absprache fehlt. Klar, wenn ich jetzt natürlich drei Premates habe, dann sage ich dann, oder damit kann man das natürlich auch gut abklären. Das ist schon klar. Aber das ist ja auch nicht die Sache, um die es geht. Du hast gesagt, dass man Leute während Kombos umwirft und sowas. Und während ich einfach so kämpfe, versuche ich nicht jemanden hochzuschleudern. Und wenn ich dann aus Versehen das mache, es geht ja darum, dass man theoretisch den Fehler macht und jemanden einfach so hochkatapultiert. Klar, wenn man vorsichtig mit dem Langschwert spielt, dann passiert es auch nicht, dass man andere Leute umwirft. Das ist halt genau das. Meistens spiele ich so oder so Gewehe, aber so ist viel cooler. Die einzige Waffe, mit dem man perfekt das auch alleine machen kann und nimmt es trotzdem Hilfe. Aber ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, das auf jeden Fall. So. Lass mich zufrieden. Okay. So, und Angriff. Ich weiß immer nie, in welcher Phase der Brachidios einfacher ist. Ja, nicht, wenn er sowas macht. Genau. Sehr schön. Ob in der normalen... ob in der normalen, wenn er die ganze Zeit seine Brühe legt, oder in der Agro-Phase, wenn er die ganze Zeit alles explodieren lässt, ist beides ätzend. Ich glaube, deswegen hasse ich den Brachidios. Weil er nie angenehme Phasen hat. Achso, oder man landet auf den Füßen? Achso, wenn man den Sprungangriff macht. Ja, gut, okay, dann. Aber trotzdem ist man, wenn man nicht auf dem Monster landet, trotzdem ist man dann sonst irgendwo. Also wie gesagt, das Argument zählt bloß bis zum gewissen Punkt. Na. Hallöchen, Bubble, schön, dass du dabei bist. Jetzt haben wir ja alle Mods versammelt, das ist ja krass. Tatsächlich alle vier Mods zusammenkommen. So, weiter. Ah. Wo gehst du? Achso, ich wollte gerade sagen, wo gehst du denn hin, aber er ist gerade verwirrt deswegen. Das erklärt so einiges. Schnell weg, das baut nochmal eine Rolle. Okay, gerade so. Puh. Okay. Ja. Voll daneben gehauen. Gibt's in 3U den Sub-Brachidios? Nein, Brachidios kam in 3U erst dazu. Da gibt's noch keine Unterart davon. Kann ich mal mit dem LS und mit dem GL spielen? Na, mir macht's nicht viel aus. Wenn ich in meinem Dämonentanz bin, dann ist es mir eh egal.
Und mit Doppelkling bin ich eh so beweglich. Das ist halt, ja, wie gesagt, es ist ein Argument bis zu einem gewissen Punkt. Klar, natürlich sind Langschwerter ätzend, was das angeht. Aber Großschwerter sind halt auch ätzend. Vor allem, es geht ja nicht immer bloß darum, einen hochzuwerfen, ne? Um zu dieser Grund, um zum Grundproblem zu kommen. Man kann auch mit dem Großschwert ganz, ganz toll umwerfen. Und wenn ich natürlich weiß, dass du ein Großschwert hast und versuchst, mich hochzuwerfen, dann bereite ich mich natürlich drauf vor. Nur wenn ich völlig unvorbereitet irgendwann mal hochgeworfen werde, am besten auch noch in einer blöden Situation, dann komme ich damit auch nicht wirklich gut klar, dass ich da jetzt sofort aufs Monster springen kann. Ich habe eine Stunde zum Laufen gebracht, oh je. Und wie gesagt, ich weiß selber, wie ätzend Langschwert sein kann. Ich spiel's ja selber. Ich sehe ja selber, wie häufig das passiert. Das ist es ja. Es gibt einen einzigen GS-Move, der einen in die Luft schickt. Und den mache ich nicht oft. Ja, also, dann ist es doch vollkommen irrelevant, das Thema, oder? Das ist ja... Ja, dann macht man es wirklich nur... Ja, aber wie gesagt, dann... Ja, dann gibt es doch auch überhaupt nichts zu diskutieren, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Ich meine, klar habe ich damit angefangen, aber... Wenn man als GS-Spieler sowieso nie diesen Angriff macht, einen hochzuhauen, dann ist GS ja komplett raus, was das wirklich angeht. Weil man es eh nie benutzt im aktiven Kampf. Dann wäre das doch schon der Schluss von dieser Diskussion gewesen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal ein Lebenspulver genommen, oder? Danach kommt, glaube ich, Splatoon. Ja, genau. Okay, letztes Monster. Was, Dragon, ich muss was beichten? Hab deine Doppelklingen, die Zinnoger, die sind mega OP. Oh ja, die Zinnoger-Waffen sind so stark. Vor allem gegen Monster, die beide Schwächen davon haben. Es ist so unglaublich. Also ja, wie gesagt, an sich Devil-U-Töter. So muss man sagen. Und gewisse Drachenälteste sind ja auch schwach dagegen. Ich habe gerade vergessen, welche. Ich glaube, Kushala ist schwach. Bleibt noch ein oder zwei andere. Ich lerne dazu, Dragon. ja, das wollte ich nicht. Dachte, ich hätte schon eingepackt. Ich habe das Video nicht geschaut, gehört. Wie kannst du nur, Bubble? Wie kannst du nur? Solange du nicht fragst, wann 4 Ultimate kommt, ist alles in Ordnung. Ja, okay. Gut. Der Schweif hätte es geblockt. Oh. Der hätte ich ein bisschen in die Mangel genommen. Ja. Ah, Höllenzinogre. Das ist natürlich jetzt nochmal ziemlich ätzend für, zum Schluss, also für das letzte Monster. Kushala und Daren, ja, genau. Also sind auf jeden Fall stark. Und allgemein die ganzen anderen, ja, Doppelelemente sind eigentlich auch ziemlich gut. Die Plesioff-Klingen mit Schlaf und Wasser sind halt spitze. Aua. Was gibt's denn dann noch? Gut, Drache und Explosion gibt's dann noch, wobei man Explosion ja immer gebrauchen kann. Au, okay. Du tust einfach gar nichts. Gut, das war die Akrobatik. Das zu verzeihen wird schwer, Bubble, genau. Du hast uns alle sehr tief enttäuscht. Okay. Hallöchen, Jessel? Ja, Jessel einfach, denke ich. Schön, dass du dabei bist. Ah, das ist auch angenehm, ein 4 Ultimate, muss man sagen. Wenn er da rumläuft, dann ist es von vorne nach hinten gesetzt und nicht random.
Da ist es also sehr viel einfacher. Lass mich mit in Ruhe mit den Bällen. Who all can speak English? I think most of the chat will oder or can answer you in English. But mainly this is a German stream. So you will not understand very much if you only speak English. I'm sorry. Okay. Ja, natürlich, das Drachenelement und das Donnerelement mit dem einen. Ganz klar, nur trotzdem sind sie stark. Wenn du einfach beide Elemente gleichzeitig draufhaust. Au. Klar haut man sie nicht gleichzeitig drauf, das wäre ja aber auch viel zu krass. So. Da haut die English Skills raus. Naja, ich meine, wir sind hier auf jeden Fall, ja, ich streame in die Welt. Deswegen muss ich wenigstens Leuten sagen können, dass ich Deutsch spreche. Das wäre mal ein Anfang. I think nobody of us speaks English fluently. Ja, flüssig. Flüssig wird schwierig. Wo ist er? Da ist er. Ich sollte mich mehr auf den, oder weniger auf den Chat konzentrieren. Ansonsten gehen wir hier noch drauf. Das ist bestimmt die English Skills. Oh, wow. Und dann nochmal angesprungen. Ganz ehrlich, Zinoga, du gehst mir gerade ziemlich auf die Nerven. Ich klatsche dir jetzt einfach eine Falle entgegen. Nee, Schockfalle geht ja bei ihm. Oh, das Schöne ist, er hat jetzt gerade die Aufladung verloren. Das könnte hilfreich sein. So, Schockfalle los. Dragon Stream for the World. Wir bekommen ihn jetzt getötet, bevor er in der Falle landet. Na, schauen wir mal. Hallöchen, Lemurhummel. Schön, dass du dabei bist. Übrigens. Na hopp. Danke. War noch ein kleiner Hops entfernt. Ich wollte eigentlich den Kopf treffen, jetzt gehe ich auf den Arm. Das ist so, naja, egal. Passt schon. Wow, wie lange er einfach drinsteckt. Schneid ihm den was ab, bitte? Wieso ist das denn ausgegraut? Über 20 Zuschauer, wow. Das ist gut. Für 6 und für 2 Ultimate ist es gut. Vielleicht kriegen wir ja wieder die 50 hin für 4 Ultimate. Ich glaube zwar nicht dran, aber wäre schön. Hätte ich nichts dagegen. Ja, dass du halt wirklich ohne nachzudenken Englisch sprichst, als wäre das deine Muttersprache. Ah, Gott. Man muss wirklich sagen, wenn man, ja, mittlerweile mehr als 5,5 Jahre eigentlich. Ja, man kann es 5,5 Jahre sagen ungefähr. Und wenn man mittlerweile 5,5 Jahre lang Let's Play und streamt, klar, streamt nicht ganz so lange, aber trotzdem, dann fällt es einem einfacher, einfach bloß Worte aus seinem Mund fallen zu lassen. Ohne irgendwelchen Sinn zu haben. Und da ich... Da ist der, was auch immer ausgegraut wurde, weg. Da ich ja auch ein bisschen Erfahrung habe, sage ich mal, was Englisch angeht, fällt es mir auch nicht ganz so schwer. Wobei ich auf jeden Fall sagen muss, dass fließendes Sprechen oder flüssiges Sprechen oder ein Gespräch allgemein wirklich meine größte Schwäche ist. Aber ich glaube, das geht den meisten... ja, Leuten so, die die Sprache nicht wirklich nativ sprechen. Dass sie vielleicht viel Ahnung haben, was Wortschatz angeht oder sowas, aber ja, man spricht man schon mal wirklich Englisch und deswegen ja, sowas kriege ich hin, aber wirklich ein... Au, wow, wie hat das denn getroffen? Aber wirklich da so ein fließendes Gespräch wäre schon kniffliger. Wie er einfach austickt gerade eben, das geht mir so auf die Nerven. Da, so, Fallgrube, bam,
Lass mich. Okay. Glück gehabt. Unser Engländer ist schon wieder weg. Das dachte ich mir. Hätte mich gewundert, wenn der arg lange bleibt. Oh, verdammt, gerade den Drache. Egal. Das hat trotzdem gereicht. Sehr schön. Der Gore eigentlich. Feuerdonner Drache. Jo. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber Feuer auf jeden Fall am meisten. Ich brauche manchmal ein bisschen. Ich hasse Englisch. Meine Mutter sagt, dass ich zu einer professionellen Nachhilfe gehen werde. Achso, gehe wegen Englisch. Okay, ja, ich glaube auch, dass es nicht jedem liegt. Allgemein, das ist halt immer blöd. Deswegen ist ja Schule auch so ein bisschen ein Problem. Ich meine, Englisch ist wichtig auf jeden Fall, vor allem heute. Oder heutzutage. Aber ja, jeder hat immer seine anderen Stärken. Manche sind einfach schwach, was Sprachenlernen angeht. Manche sind einfach schwach, was... Ach, er ist gestorben. Das ist ja schade. Manche sind einfach schwach, was Mathematik oder sowas angeht und Naturwissenschaften. Ich hatte gestern ein Gespräch auf Englisch mit einem syrischen Flüchtling. Dafür hat es auf jeden Fall gereicht. Ich denke, wenn wenn beide Leute nicht wirklich fließend Englisch sprechen, dann geht es auch gut. Nur das Problem ist immer, wenn man sich mit einem Engländer unterhält, jetzt vor allem, dann ist es, glaube ich, immer ein bisschen peinlich, wenn man nicht flüssig Englisch spricht. Zumindest würde es mir dann ein bisschen so gehen. Mit einem Amerikaner wäre es, glaube ich, auch kein Problem, weil die sprechen ja auch alle keine Englisch. Zumindest nicht so, dass man es hören würde. Also manche wandeln das Englisch schon stark um, so sagen wir es mal. Oh, ich mag Englisch, please don't hate me. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel man in Englisch macht und wie viel in Deutsch. Wenn ich jetzt anfangen würde, Let's Plays in Englisch hochzuladen oder so irgendwas, dann wäre ich natürlich schnell auch viel stärker, was Englisch angeht. Deswegen, je nachdem, wie oft man es benutzt, erhöht sich natürlich auch die, es klingt jetzt merkwürdig, aber der sprachliche, ich will nicht Skill sagen, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein, ich hasse es, Wörter zu verenglischen, verdammt. Naja, aber wie gesagt, so ein gewisser Sprachskill dann natürlich. So, die Meereserschütterer, wollen wir es nochmal probieren? Das wird so schief gehen, das wird so unendlich schief gehen, aber wir probieren's. Sarah Slide, ich vertraue in dich. Ich bin gut in Naturwissenschaften, Englisch, Deutsch, Mathe und Latein. Höre ich da einen Streber raus? Nee, ist ja in Ordnung. Ist ja schön, wenn du vor allem auch Spaß mit den Sachen hast. Das ist ja auch immer die Sache. Es kommt ja auch immer drauf an, was man mit den Sachen machen kann. Und wenn man gut drin ist, dann... Ja, es ist natürlich eine sehr viel schönere Zeit. Ich denke halt wirklich, wenn man in sehr vielen Sachen eher schlechter ist, dann... Ja, kann natürlich die Schulzeit auch dementsprechend... sehr anstrengend werden und auch sehr ätzend. Die Quest wird so ekelhaft. Oh ja. Wie gesagt, ich glaube, ich habe nie so eine ekelhafte Quest gesehen. Aber wird schon, wird schon. Englisch geht voll. One week in the South of England. Das ist natürlich eine richtig gute... Methode zu lernen, das ja auf jeden Fall. Sollte man eigentlich wirklich mal machen. Einfach mal, ja, so eine Woche oder zwei wirklich in England verbringen. Und dann nicht irgendwo im Hotel, sondern ja, wirklich auf der Straße theoretisch und sich versuchen zurechtzufinden. Dann geht schon alles sehr viel leichter. Wieso kann ich eigentlich... Weil ich keine Netze habe, deswegen. Verdammt. Weil zwei Fallen auf jeden Fall. Halt, ich kann gar keine Fallgruben legen. Da war ja was. Deswegen nehme ich die damit. Und nehme das damit. Und nehme Donnerkäfer mit. Viel Spaß, Dragon, danke. da. Seltener Scarabeus will ich. Scarabeus will ich nicht. Raumlicht. Nein. Hä?
Welcher denn jetzt von... Oh, ich hasse das. Das ist in 4 Ultimate schön, da steht dran, viele, viele Möglichkeiten zu verwenden. Aber hier steht ja bloß irgendwas mit Raumlicht, hallo? Also doch, Donnerkäfer. Ich hasse das. Wieso nimmt man einen Blitz und Donnerkäfer? Wieso macht man das? Ich wollte es mitnehmen. Da. Danke. Dann vielleicht nochmal ein paar Nullbeeren und dann bin ich bereit. Meine Güte. Wunderschön. So. Ihr schafft das bestimmt. Irgendwie. Ich glaube auch mal an uns. Das wird auf jeden Fall funktionieren. In 2 Wochen, eine Woche nach England, in Gastfamilien. Das ist auch cool, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist auch die beste Möglichkeit, um so eine Sprache zu lernen. Oh, mein Beutel ist voll, verdammt. Naja, Miniaturfahrrad kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Der Rest interessiert mich eigentlich wenig. So, Mega Sprintsaft nehme ich jetzt auf jeden Fall. Das kann nicht schaden, aber die ganze Zeit unter Wasser bleiben zu können. Und Mega Panzerhaut noch. Hm. 20 Jahre, okay. Ja gut, klar, natürlich, wenn man es nie wieder braucht, dann kann man der beste Sprecher sein, was Englisch angeht. Oder auch, sehr viel Englisch wissen haben. Verlernt man dann trotzdem. Ist halt eben nicht wie Fahrradfahren. Wobei ich glaube, man kann es sich dann sehr schnell wieder aneignen. Das ist es, ja. Weil man irgendwo die Grundkenntnisse doch noch hat. Klar, dafür müssen wir auf jeden Fall was tun. Das ist auf jeden Fall logisch. Und das ist erst das erste Monster. Danach kommt Gobul und boah. Plessy und dann Luggy. Wow. Es wird dann vor allem immer schlimmer, das ist ja das Problem. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie viel die Monster aushalten. Das ist, glaube ich, echt das Wichtige. Ich fahre morgen nach Italien, um Italienisch zu sprechen. Wird super. Nicht. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay. Italien ist auf jeden Fall wunderschön. Das auf jeden Fall. Nur, um dorthin zu gehen, um aktiv Italienisch zu sprechen, muss man jetzt vielleicht nicht haben. Aber ja, die Landschaft ist auf jeden Fall schön. Das ist positiv. Pizza everywhere. Vor allem die Quest wird so ewig dauern, weil die Monster halt hier deutlich im Vorsprung sind. Und im Vorteil. Wow. Das wird halt richtig krass. Zur Not geht auch alles mit Gestik und Mimik. Das auf jeden Fall, ja. Grundsätzliche Sachen, vor allem wenn es um Europa geht, kommt man immer irgendwie klar. Jetzt, wenn man vielleicht gerade eben nach Japan oder was weiß ich, China, Vietnam, sonst irgendwo hingeht, dann ist es halt ein bisschen schwierig, weil die Kulturen komplett anders sind. Das heißt, unsere Grammatik oder Gestik muss nicht ihrer entsprechen, aber gerade so das Aufbauende, was wir so haben. Zum Beispiel Zahlen. Zahlen versteht jeder überall. Wie gesagt, zumindest hier in Europa, wo wir alle die Arabischen haben. Da geht es also schon ziemlich gut. Noch besser geht es natürlich, wenn die Sprachen relativ ähnlich stämmig sind. Zum Beispiel jetzt sowas wie Holland oder sowas. Da kann man sich ja fast schon mit den Leuten unterhalten, ohne die Sprache zu kennen. Ja, das ist dann natürlich auch eine andere Sache. Mit dem Handy alles zeigen. Geht natürlich auch. Wow, da war ich schon tot. Krass. Nee, also von dem her, ja, man kommt schon irgendwie immer zurecht, ganz klar. In Japan können die meisten allerdings Englisch, von dem her, das ist dann halt wieder die andere Sache. Wenn man Englisch kann, dann braucht man ja meistens gar nicht irgendwie die Landessprache. So, ja, so entwickelt sind die meisten Länder heutzutage.
Das muss man jetzt wirklich mal so sagen. Ich habe mal versucht, in Frankreich das Wort Klopapier zu erklären. Das war verdammt lustig. Ja. wahrscheinlich nach Japan fliege ich das nächste Jahr. Das ist natürlich schön. Japan soll wirklich schön sein. Sehr interessant halt. Das ist es. Ja, vor allem anders halt. Und das ist immer eine schöne Sache. Google-Übersetzer, ja, damit. Also dann lieber doch Gestik. Ganz ehrlich, dann lieber Gestik und also dann lieber mit Händen und Füßen kommunizieren als mit dem Google-Übersetzer. Ich habe zumindest mal gehört, dass Chinesisch überhaupt nicht gehen soll. Also alle anderen Sprachen irgendwie schon, aber Chinesisch, da versagt er, glaube ich, komplett. Also der Google-Übersetzer jetzt. Habe ich mal so gehört. So, jetzt machen wir hier nochmal ein Gobu-Ragu und dann passt das. Japan, kannst du MHX kaufen? Toll! Musst dir halt einen japanischen DS gleich mitkaufen, aber ansonsten ist das richtig gut. Vor allem, hey, ich gehe nach Japan und was hast du gemacht? Ich habe mir MHX gekauft. Ausdauerverlust hat wieder begonnen, das ist uncool. Nicht die Quest beenden oder sterben, bis du wieder da bist. Wir werden es versuchen, Nicknack. Ich glaube, beenden werden wir es nicht und ja, sterben, ich hoffe mal nicht. Ich glaube, es wird eher ein bisschen ätzend. Aber ich glaube jetzt mal nicht so dran, dass wir tatsächlich draufgehen werden. Wirklich so häufig. Beim Luggy vielleicht, aber alles andere wird eigentlich irgendwo gehen. Bei MHX nach Japan fliegen lohnt sich, natürlich. Vor allem, wie gesagt, jetzt halt, wo es in 2 Monaten eh rauskommt. Also nicht, dass ich wüsste, dass es in 2 Monaten rauskommt, aber es kommt im Sommer raus, deswegen irgendwann so in dem Dreh. Google-Übersetzer versagt schon bei Grammatik von Deutsch auf Englisch. Ja, das ist es halt. Wobei man auch sagen muss, man kann dem Google-Übersetzer natürlich auch nur schwer Grammatik beibringen. Er übersetzt ja jedes einzelne Wort bloß. Und ja, dass für manche Worte einfach 3 oder 4 verschiedene Möglichkeiten manchmal gibt, kann das natürlich nichts werden. Da bräuchte man dann wirklich eine intelligente Software. Ein funktionierender Google-Übersetzer müsste eine gewisse KI haben und das wäre dann irgendwo schon wieder gruselig. Was passiert eigentlich, wenn man den Stein in der Wasserarena zerstört? Ich vermute mal, den kann man gar nicht zerstören. Ich würde behaupten, dass er einfach bis den Ausgang blockiert. Wobei, ich hätte es noch nie probiert, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was da passieren soll. Das ist halt immer die Frage, kann man den Stein zerstören oder ist es so ein Im-Weg-Stein? Zum Beispiel die Steine vom Daren kann man ja auch zerstören, wobei man das ja auch nicht unbedingt sieht, so von Anfang an. Ja, ist immer schwierig bei Monster Hunter. Was für Steine kann man jetzt kaputt machen und welche nicht? Deswegen, ich gehe einfach mal davon aus, dass es unkaputtbare Steine sind. Ich habe gerade so einen leichten Anfall von Nostalgie. Arena für Helm, ja. Muss ich auch gerade eben dran denken. Das ist irgendwie schön. Nur sehr viel einfacher, die Arena jetzt. Aber ja, da muss ich schon die letzten paar Male dran denken, wo wir da in der Arena rumgekämpft haben. Ach ja, good old times. Wenn man ihn nicht zerstören könnte, kann man ihn nicht schlagen. Die Steine, die aber zum Beispiel auf Transportquests liegen, liegen, kann man auch nicht zerstören. Und trotzdem kann man sie schlagen. Oder kann man die zerstören? Ich wüsste jetzt aber nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich aber auch noch nie dran gesetzt und versucht, in der Arena den Steinzug kaputt zu machen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so langweilig war mir noch nie.
Au, ah, oh, das war eine miese Kombo. Ja, au, ah. Schnell mal, ja, was futtern, genau deswegen. Der macht Schaden, wenn er aggro ist. Wow. Ja, es war so klar. Ja, genau, das habe ich kommen sehen. Maxi-Trank. Bitte schnell, danke. Okay, das war knapp. Puh. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was dann passiert. Ich meine, was halt richtig cool wäre, wäre, wenn es, wenn die Arena dann, ja, auslaufen würde, weil dahinter dann irgendwie ein Loch ist. Das wäre richtig krass, aber ich glaube, ein bisschen zu krass, oder? Außerdem, man hätte doch davon schon was gehört, oder? Wenn man die Arena auslaufen lassen könnte. Liegt doch von dem Drachenspeer. Wäre ein paar Fassbomben wert, ja, aber wenn man jetzt so überlegt, die normale Arena kann man auch nicht. Da kann man auch nicht den Drachenspeer aktivieren. Von dem her, ich könnte es mir nicht vorstellen, keine Ahnung, aber es wäre auf jeden Fall mal eine Idee, das irgendwo auszuprobieren. Wenn ich jetzt nicht theoretisch bei meiner letzten Quest wäre, könnte man das tatsächlich mal probieren. Sei stolz auf mich, ich bin fast gestorben und habe den Ball getroffen. Und ich war drauf. So, mehr geht nicht. Und habe ich viel verpasst. Nicht arg viel mehr, sag ich mal. Du hast einen Königsloot drauf und einen Gobul verpasst. Die richtig fiesen Monster kommen jetzt erst. Aber Respekt, Blobfox. Wirklich Respekt. Was war's denn von Monster? Muss irgendwas in Richtung... keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ein paar Quests schon, wenn es einfach nicht ginge, weshalb der Stein. Ja, wie gesagt, du hast mich jetzt gerade eben auf jeden Fall ein bisschen neugierig gemacht, nur... ich hätte halt auch noch nie gehört, dass jemand in der Unterwasserarena den Stein zerstört hat. Oder dass es irgendjemand, ja, drauf gedeutet hätte. Vielleicht einfach wirklich mal 20 Fassbomben mitnehmen und den Stein sprengen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Vielleicht kehren wir irgendwann mal zu Tri-Ultimate zurück und sprengen den Stein in der Arena. War der Gore, du weißt doch. Ach so, okay. Na dann, wie gesagt, Glückwunsch. Ah, aua. Dass das noch getroffen hat, schade. Ich wollte eigentlich schnell genug weg. So, der Plessy. Der Plessy kann später ätzend werden. Na, ja, ist jetzt schon ätzend. Ich überlege mir halt gerade, wo ich... Na, ich kann mal meine erste zünden. Ich habe ja genügend dabei. Hauen wir mal die erste Schockfalle raus. Ich glaube, gegen den Luggy sind sie ja eh nicht so effektiv. Und wenn wir den Plessy wirklich killen, ohne dass er arg viel Probleme macht, dann wäre das, glaube ich, auch schon eine gute Sache. Würde auf jeden Fall helfen. Tear down this wall, Mr. Dragonkiller. Wie gesagt, irgendwann werden wir mal ein paar Fassbomben mit in die Unterwasserarena nehmen. Und einfach den ganzen Platz sprengen. Aber wie gesagt, ich fände es irgendwie cooler, wenn da ein Loch drin wäre und einfach die ganze Arena dann trocken wäre. Das wäre richtig cool. Wäre dann voll den Vorteil. Okay, da kommt die nächste Falle. Wunderschön. Und was hast du in Tri-Ultimate heute gejagt? Ein Stein. Das hat mich nur 20 Fassbomben gekostet. Ah, au. Ah. Okay, du kommst ran. Genau, sehr schön. So, wir könnten dich jetzt natürlich die ganze Zeit kaputt trappen. Das würde funktionieren, Plessy. Wir sind aber heute mal so fair und machen das nicht. Bloß deswegen, weil... Na, ich meine, ich mag den Plessy. Er war schon immer... ja, immer sehr ätzend. Aber irgendwo habe ich ihn auch ins Herz geschlossen, muss man sagen. Ich mag den kleinen fischigen Gesellen.
So ein Thema mit dem Stein. Ich habe mal Google und YouTube befragt und es gibt dazu absolut nichts zu finden. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte auch noch nie was gehört davon. Aber ich meine, ja, wirklich mal ein paar Bomben drauf zu hauen. Vielleicht bin ich ja der Erste, der entdeckt, dass mir tatsächlich den Stein sprengen kann. Das wäre ja auch was. Wobei, da müsste ich natürlich Darth Plagueis Credits dafür geben, weil er, weil er es ja sich überlegt hat. Aber ich glaube wirklich, dass es so ein komischer und kaputtbarer Stein ist. Wow! In der Arschbombe aufgehalten? Das war cool. Das sah richtig cool aus. Ich will nur mal anmerken, ich bin immer noch der beste Mod hier, was? Bubble, leichter Anfall von Größenwahn? Oh, bis später, James. Okay. Bis später, James. So. Ja, das bist du, Bubble. Ah, schön. So. Und jetzt haben wir genügend Sachen, um gegen den Luggy auch noch klar zu kommen. Hey, wir schaffen das Ding. Also ich will jetzt nicht zu Fallout werden, aber zu Fallout? Zu Fallout. Aber... Na. Aber nee, es ist bloß noch der Luggy und... Luggy? Können wir jetzt wirklich kaputt trappen? Das geht also. Wird jeden Timeouten, der was anderes sagt. Ja, genau. Schreckensherrschaft. So, Plessy, der Luggy, zeig dich. Wie kommt der hier eigentlich? Kommt der von oben runter oder gräbt er sich? Ach, kommt er auch einfach aus der Höhle? Na dann. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ja, es ist. Also sowas. So, erstmal kräftig reinhauen, während der noch gar nicht kapiert, was hier überhaupt los ist. Breaking News, Größenwahnsinn genommen hat bei Dragon. So, ein bisschen auf den Schweif, ein bisschen auf die Brust. Und schon haben wir ein schönes Luggy Festbar. Wenn er jetzt durch den Stein geschossen käme und ihn dabei kaputt macht. Das wäre auf jeden Fall irgendwo witzig, ja. So. So, ihr wollt den Stein kaputt sehen? Da habt ihr's. Zack. Sehr schön. Gelbes Elan ist gut, das heißt viel Schaden. Und da die eh sehr wenig aushalten, na, sollte das gut passen. Das hab ich mir auch gedacht. Es wäre schon cool gewesen. Man könnte natürlich auch die... Nee, die Monster können es, glaube ich, nicht kaputt machen. Also so wirklich gesehen. Können die, glaube ich, keine Umgebungssachen zerstören. Wäre cool. Ich meine, in 4 Ultimate können sie es ja. Hat aber andere Hintergründe. Aber hier so wirklich was im Weg können sie eigentlich nicht zerstören. Ah, bitte nicht den Großen. Der Kleine reicht eh... Ja, es war eh der Große, verdammt. So. Oh Gott. Habe ich eigentlich Dings dabei? Null Bären? Ja, Gott sei Dank. Sie haben jetzt die Ehre, sich vor mir und Dragon zu verbeugen. Gigantisches Reptil zerstört Gildeneigentum. Na, so gesehen, wenn sie uns umklatschen, dann macht es das schon. Wir sind ja so gesehen auch irgendwo Gildeneigentum, oder? Ich weiß es nicht. Niemals. Okay, das war nicht der... Hä, wie habe ich denn von seinem Rücken aus die Brust zerstört? Also nicht, dass ich mit dem Langschwert einmal durch ihn durchhauen kann, das funktioniert schon. Aber ich dachte nicht, dass... ja, dass es so funktioniert. Was? Ja, also Bubble, du musst noch ein bisschen was dafür tun, damit man sich vor dir verbeugt. So 500 Parts Monster Hunter hochladen oder so irgendwas, dann geht es schon.
Darauf stehen die Leute irgendwie, weiß auch nicht wieso. Gent rebelliert gegen größenwahnsinnige imperiale Garde. Naja, eigentlich bist du das eine davon. Gegen Abtrünnigen der imperialen Garde. Ah, okay, das war knapp. Wow. So. Weiter drauf hier. Bisschen zur Seite, dankeschön. Wunderbar, und jetzt weg. Aber eben bloß der Kleine, okay. Der Kleine geht ja gut. Kennt ihr diesen Moment im Monster Hunter, wenn euer Kamerad die Nebenquest erfüllt? Ah, das gibt's schon relativ häufig. Es ist auch schön, wenn einfach ein anderes Monster die Nebenquest erfüllt oder sowas. Gegen Gardisten, okay. Also gibt schon sehr witzige Sachen im Monster Hunter. Vor allem, wie gesagt, wenn gerade eben zwei Monster gleichzeitig im Gebiet sind, können schon schöne Sachen passieren. Ja. Okay, da nochmal ein Tränkchen, da nochmal eine Nullbeere. Wieso legen wir eigentlich keine Schockfallen mehr? Können wir nicht alle der beste Mod sein? Das auf jeden Fall. Was, I'm so lonely? Wieso denn, Blockfox? Was denn los? Ja, aber jeder ist auf jeden Fall ein sehr guter Mod, macht seinen Job auf jeden Fall gut und ist deswegen einfach ein guter Mod. Und alle sind gleichgestellt. Das war schon... Wow, nee, hä? Ach so, er war noch gar nicht in der Falle? Hä, was? Das sah voll so aus, als wäre er in der Falle gewesen. Wow. Naja, das war schon bloß auf die Mods bezogen, dass sie die besten Mods sind. Klar, es kann nicht jetzt nicht jeder im Chat der beste Mod sein. Das wird nicht funktionieren. Ja, so eine kleine Zamitje, die an Zamtrios den letzten Schlag gibt. Schon witzig. Ja, wie gesagt, gibt schon sehr witzige Sachen im Monster Hunter. Blobfox kann da auch eine schöne Geschichte erzählen vom Konshu, der was erlegt hat. Achso, genau, den Kongalala. Stimmt, das war's. Ja, alle vier meine ich, du, du Bürger. Das ist schön. Meine Zuschauer sind einfach nur Bürger. Der muss sich dann Häuser richten und Märkte und sowas und dann sind sie glücklich. Wenn man ihnen dann noch irgendwie Seide und Parfüm gibt und so irgendwas, dann entwickeln sie sich weiter. Ich spiele einfach ein bisschen Anno mit meinen Zuschauern. Ah, schön. Herrlich. Übrigens krass, wir haben die Quest einfach so geschafft, als wäre es gar nichts. Sarah Slide, wirklich vielen, vielen Dank dafür, weil ohne dich wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Du hast da schon eine verdammt starke Waffe. Ach, verdammt, keine... Oh, sehr schön, Plessy fertig. Und Jägerrang 64, sehr cool. Wir sind hier nicht bei Anno. Ich habe schon ein Zetsu mit dem Stein gekillt. Okay. Glückwunsch, ich sagte doch, ihr schafft das. Ja, also das war wirklich richtig krass. So, wir haben aber keine Medaille bekommen, das heißt, es fehlt noch was. Jo. Okay, das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal durchschauen, was uns denn jetzt fehlt. Das ist natürlich eine interessante Sache. Wir reden natürlich nochmal kurz mit ihm. Viele Freunde, ja. Okay, ein Goldschein, sehr schön. Gut. Ich habe euch vertraut. Glückwunsch, Steng. Dankeschön. So. Und das soll es erstmal gewesen sein mit der Aufnahme von Monster Hunter Tua Ultimate für heute. Nicht die Kombiliste. Ich will hier nochmal Geste und ein bisschen winken. So. Und perfekt. Kann das Nagerschwert mit 100% Affinität doch was? Ja, also wie gesagt, wie man es hier gesehen hat, kann das auf jeden Fall einiges. Wow. Also Nagerschwerter fand ich schon immer stark. Aber dass es wirklich so gut jetzt läuft zu zweit gegen diese Quests, war gut. Aber ja, wie gesagt, damit beende ich vorerst mal wieder die Aufnahme von Tri Ultimate. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Tri Ultimate. Wenn wir dann hoffentlich wieder vier Leute im Team haben, vielleicht auch ein paar mit ein bisschen höheren Jägerrang.
Und ja, dann können wir auf jeden Fall die letzten Quests machen. Es können eigentlich bloß, also der Chat hat ja gesagt, 2 bis 3 Quests fehlen noch. Ich gehe davon aus, dass vielleicht noch eine oder zwei fehlen. Und dann natürlich der beste Jäger. Das heißt, mit einer Vierergruppe schaffen wir es das nächste Mal auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin da wirklich schon sehr gehypt drauf, sag ich mal. Und ja, damit würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal wieder. Also dann, ciao. Okay, ich muss nur auch jetzt AFK. Ich komme bald wieder. Okay, bis dann, Servus Light. Und Hallöchen, Mattoflo. Schön, dass du dabei bist. Klingt aber besser, was? Was? Ein Mitglied der Garde wurde gestorben? Was? Ach so, ja, kritischer Treffer. Okay. Ich wusste, die Unterwasserviecher kriegen den Imperator nicht klein. Ja, war alles natürlich nur Show. Ich wusste natürlich, dass es gut funktioniert. Nur 3 bis 4 Quests und dann ist Trial Ultimate vorbei. Das geht mir gerade viel zu schnell. Wir sind da jetzt über 3 Jahre dabei, also von viel zu schnell kann man da jetzt gerade nicht reden. Aber ja, ich muss sagen, seitdem der G1 vorbei ist, geht eigentlich alles wirklich gerade eben sehr schnell. Der G1 hat verdammt lange gedauert, aber ansonsten geht das. Wie ist das jetzt eigentlich wegen, was, 5 Ultimate? Wegen Monster Hunter 5 Ultimate? Ist es jetzt 4 oder 3? Können alle mitmachen oder heute nicht? Ach so, du meinst wahrscheinlich 4. Dann wirklich immer bloß die am schnellsten sind. Du musst dann halt am schnellsten den Passcode eingeben und dann passt das. Heute spielt er kein 5 Ultimate. Ist der Stream jetzt zu Ende? Nein, ist er nicht. Es geht einfach bloß weiter mit dem nächsten. Try Ultimate ist jetzt gerade vorbei. Jetzt mache ich kurz Pause und dann geht's weiter mit Splatoon. Können alle mitmachen, die schon High-Rank sind? Ja, genau. Und ja, ich muss jetzt natürlich nochmal kurz das Dings anschauen. Das Bild mit den 2 Schulen Zeltas. Bekomme ich das noch? Oder Blockfox, kannst du mir vielleicht nochmal das Bild mit den schwulen Zeltas schicken? Weil ich glaube, mein Chat ist zu weit. Ja. Schade. Wie gesagt, ich bräuchte nochmal genau den Zeltas Love. Dragon, wann kommt MH Gen? Bubble? Soll ich dich dafür jetzt timeouten? Ja, wie gesagt, ich muss nochmal die Dings, die Zeltas in Love sehen. Das mache ich jetzt nochmal kurz vor den Dings. Da! Vor der Pause. Zeltas in Love. Geh ich Zeltas? Ah, sehr schön. Aber mal die Gay-Zeltas. Ja. Schön. Wirklich schön. Die müsste ich drüben noch öffnen. Ja, das kriege ich aber hin. Okay, wunderschön. Dann kann ich mir das auch gleich wieder speichern. Er hat ja nur gefragt, das ist was anderes. Ach so, jetzt Bubble, aber eigentlich ist das Fragen ja auch verboten. Nee, er hat gefragt, wann es kommt. Er hat nicht gesagt, ob ich es schon weiß. Trotzdem, Bubble. Ich weiß genau, was du davor hattest. Gut, wie gesagt, dann höre ich jetzt mal auf zu winken. Mir tut nämlich der Arm schon weh und dann mache ich jetzt kurz Pause, vielleicht 5 Minuten. Hallöchen, Nicknack, schön, dass du wieder da bist. Kommst gerade richtig zur Pause. Und ja, dann geht's in 5 Minuten oder so weiter mit einer kleinen Runde Splatoon. Also dann bis gleich.